Ja, Entschuldigung. Das Telefon hat vorhin geläutet, darum gab es jetzt auch so einen kleinen Unterbruch. Und diese blöde Kamera kann einfach nicht lernen, stehen zu bleiben. Okay. Ich kaufe mir eine neue. Dank der heißen Quelle strömen zahllose Gäste zu meinem Spiel. Die heiße Quelle hat mir einen regelrechten Hause beschert. Regelrechten Hause beschert, okay. Nee. Hm. Was das sein soll? Na, eine konjunkturelle Aufschwung. Eine ökonomische Gesundung. Immer noch nicht verstanden. Nun, es geht wieder bergauf. Achso, okay. Die Teilnahme am Plattendrischen kostet 20 Bären. Na und? Wir haben 2145 gehabt. Und jetzt haben 2125. Okay. Nun gut, komm herüber zu mir. Ich bin bei dir. Frisch auf die Platten hinter Bolterus ein und sammle Punkte. Nach Spielbeginn kannst du mit 2 den Ball abfeuern. Für jede Platte, die du triffst, erhältst du Punkte. Triffst du dieselbe Platte erneut, erhöht sich die Punktebonus. Bewege dich mit Plus nach links oder rechts und fange den Ball mit dem Körper ab, um ihn zurückzuschießen. Berührt dich der Ball, kannst du mit 2 einen Wuchthieb auslösen. Nutze den Wuchthieb, um an Bolterus und Dickri vorbeizukommen und den doppelten Punktebonus einzuschreien. Dreimal den Ball verlierst, ist das Spiel vorbei. Sammle bis dahin so viele Punkte, wie du kannst. Von Timos, Vogelbaum und Kammer. Wer nehme ich denn da? Okay, warte. Von Timos, Vogelbaum und Kaumalat. Wen nehme ich wohl, wenn ich den da hasse, den da es geht so nie und den da mein Favorit ist. Ich denke, ich nehme den da. Nee, natürlich den. Was denn sonst? Oh, wie viel war der Rekord bei ihm? 3200? Sowas. 4500. Okay. Okay, 4500. Ja, das schaffe ich locker so. Piu! Los geht's! Also eigentlich ist es wirklich ganz einfaches Spiel. Man muss hier einfach nur zur Kugel hinstehen und 2 drücken, wenn da wenn die Kugel wieder bei sich ist. Und ja, das kann jetzt vielleicht ein bisschen lange dauern, weil so schwer ist das Spiel eben nicht. Und ja, ich spiele es nur einigermaßen gerne. Mein absolutes Lieblings-Favoritenspiel ist es nicht, aber es ist okay. Und das hasse ich eben an den Tetris, da kommt das Ding eben auch zurück. Diese Eisenkugel, Ball, keine Ahnung was. Also da muss man schon schauen, was man so hat. Okay, komm. Schießen wir den Vogel ab. Piu. Ich habe einmal geschafft, alle Schilder bis auf 9 zu schießen, weil ja. Man kann die Schilder nicht mehr zu, ja. Weil ich sagen wollte, man kann einfach alle Schilder nur 9-mal treffen, Maximum. Sozusagen. Nicht Maximum, aber okay. Es gibt einfach keine 10.000 oder so. Also, ja. Wow, mein neuer Rekord. Oh Gott.
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Du hast das Spiel hervorragend gemeistert. Du nimmst es mit deiner Jagd nach dem Prismensplitter sehr ernst. Wo ich von dem Prismensplitter weiß? Hihi. Nun, ich besitze selbst einen solchen Prismensplitter. Hier, ich gebe ihn dir als Belohnung für deine grandiose Leistung. In Plattendreschen. Ja, hoffentlich auch. Prismensplitter erhalten. Juhu. Ich komme ja eigentlich aus der Magmazone. Du wirst dich doch bestimmt dorthin aufmachen, nicht wahr? Lokok, der dortige Zonenmeister, sammelt offenbar ebenfalls Prismensplitter. Voltaros ist ja sein Freund. Woo, er ist mein Freund. Yay. Ja, speichern. Sollen wir doch gleich mal speichern, wenn das schon so. Du. Nocturne, frag nach dir. Ich habe vor, mit Nocturne in der Magmazone einen Kampf zu liefern, aber ein Abstecher zur heißen Quelle kann nicht schaden. Na, hast du Lust zu kämpfen? Juhu, lass uns sofort anfangen. Ja, eben, Nocturne ruft nach dir, also sucht nach dir sozusagen. Und los geht's. Oh Gott. Ich hasse dich. Haha, ich kann nicht lösen. Oh oh. Ja, hast du was? Nochmal eins. Haha. Blöde Kim. Naja. Nee. Oh, das nervt jetzt wirklich. Oho, du scheinst Talent zu haben. Ruf mich, wenn du meine Hilfe brauchst. Bis zum nächsten Mal, okay. Ja, Kikli ist jetzt dein Freund. Gott. Bei Nocturne will ich immer Kikli sagen, bei Kikli will ich immer Nocturne sagen. Also, wenn zeige ich es eigentlich mal richtig. Egal, also, oh, jetzt laufe ich noch im Kreis. Gott. Ich bin bekloppt. Kronksam. Ich werde bekloppt, 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 bekloppt. Magmazone? Ja. Okay. Ja, das überspringen wir jetzt, weil wir haben das schon mal gesehen und... Ja. Noch 2 Minuten. Nein, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke, nach diesem Part, ja, ich werde mal schauen. Entweder kann ich noch, den nächsten Part anfangen, oder, ich weiß auch nicht, ich muss zuerst mal schauen, erstens die Batterie, also den Akku, muss ich schauen, und zweitens muss ich wegen, oh, stimmt. Und zweitens muss ich noch schauen, wegen dem Platz, Speicherplatz. Und jetzt laufen wir einfach hier mal durch. Nein, ich will nicht treffen wieder. Und wie wir ja jetzt wissen, müssen wir ja eine Eisenscheibe haben. Also ich denke, ich werde noch anfangen. Ja. Ich glaube schon, ja. Ja, das sind jetzt ganz total, ist ja egal. Okay, ja. Jetzt laufen wir einfach noch ein bisschen runter und ich erzähle irgendwelchen Blödsinn und ja. Gut, vielleicht ein bisschen gescheiten Blödsinn, keine Ahnung. Ja. Wir laufen.